1. Hallihallo, herzlich willkommen, liebe Leute. Der Kaki ist auch da. Wir sind die zwei Ahnungslosen. Man sieht der Kaki einfach mal einen Baumstumpf vor mich hin, dass ich nicht hier rausfahren kann. Ja. Hallo, Kaki. Hallo, hallo. Ja, ich wollte den jetzt nicht mit zum Sägewerk nehmen, deswegen muss ich den hier mal kurz ableihen. Ah, okay. Ja, wir haben hier in Gemeinschaftsaktion hier alles Holz verladen, was da lag. Sagt ihr, da liegen immer noch zwei Baumstämme. Ja, die liegen da nur bei mir, beim Gacki. Der Gacki hat die aufge... kannst du mal aufhören, mich anzuschubsen? Entschuldigung. Und wir haben 54 Kubik hier. Okay, wieso variiert denn das? Wir haben mal mehr, mal weniger. Okay. Was machen meine Baumstämme da? Dass die sich mal rumdrehen, ist ganz normal. Willst du nicht weiterfahren? Hallo? Ich versuch's. Aber irgendwie klemmt mir was unter der Achse. Guck mal, das eine Rad hängt voll nach oben. Also klemmt dir bei mir irgendwas da unter dem Rad? Also... Nö. Das sieht nicht gesund aus. Vielleicht kuppel einmal die Dolly vom Auflieger ab und neu dran. Oh, okay. Ich weiß nicht, warum der jetzt zur Seite geschrutscht ist, aber... Ich glaube, wir haben den Anhänger kaputt gemacht. Ich glaube, der ist für solche Arten von Beladungen nicht ausgelegt. Das kann gut sein. Er hat auf jeden Fall jetzt wieder kompletten Bodenkontakt. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal viel wert. So. Und ich kann auch wieder etwas zügiger losfahren. Ja, das gefällt mir. So, aber wenn ich zügiger losfahren kann, dann muss ich auch zügiger durch die Kurven fahren, was mir nicht so gut gefällt. Fahren wir jetzt erst zum kleinen oder erst zum großen Sägewerk? Ich würde es erst zum kleinen, weil du da mit einem Tastendruck alles rausbekommst, was reingeht. Und dann würde ich nicht die erste Straße reinfahren, sondern die zweite zum Sägewerk. Ja, ja. Dass man direkt reinkommt. Hallo, fahrst du nicht durch unser Holz durch? Ach so, ja, hat der mich angeschubst oder was? Nee, der hat noch rechtzeitig gebremst. Okay, weil der Anhänger hat schon wieder seitwärts Moves gemacht. Aber ich beschütze dich mal. Ich drängel mich mal dazwischen. Ja, bleiben Sie mal stehen. Danke. Oh, ja, diesmal sagt er an, ich hätte 34 Tonnen geladen. Okay. 33. Hä? Okay. 34. Was? Hä? Er wechselt zwischen 33 und 34 gewechselten Holzstämmen. Er kann sich nicht so recht entscheiden. Ja. So, genau. Hier geht's rein. Kommt kein Zug. Das wäre jetzt der Hammer, wenn der einfach kommen würde, mich voll wegballern. Hä? Du hängst wieder an dem einen Stamm oben. Hä? Du musst, glaube ich. Welchen? Da ist ein, vielleicht bei dir ein unsichtbarer. Warte mal, ich guck mal kurz. Ja, gut, das ist ein unsichtbarer. Mach mal die Spanngurte los. Dann. Drück mal drauf. Ja, geht. Ich drück die ganze Zeit schon. Geht noch nicht. Das Problem ist, wir haben zu viel Kleinholz dabei. Du
hast auch ich sehe den halt nicht. Du hast auch die Spanngurte wieder dran. Ja, ich weiß. Spanngurte weg und mit ein bisschen aber Schwung. Ich könnte jetzt auch gemein sein, du könntest auch rückwärts reinschieben. Ja, genau. Ah, ja. Also. Okay. Ja, es ist ein bisschen was reingegangen. Ja, das geht da jetzt nichts mehr. Ah ja, gut, voll. So, ich kann ja durchfahren. Aber das Ding hat Colli, dieser orangene Batzen. Mhm. Muss schieben. Ja, ich glaube, ich hänge aber auch oben. Ja, du hängst. Oh, warte mal. Ja, der eine hängt da. Ja, super. Vielleicht mach einmal die Spanngurte noch mal ab. Ja, jetzt hat er sich ein bisschen gesetzt. Das könnte jetzt reichen, dass du zumindest nicht mehr da hängen bleibst. Aber ich komme auch nicht vorwärts. Ja. Warte mal. Ich hol mal nochmal Anlauf. Gib mir nochmal einen Schmackes. Ich komme! Ich steck immer noch. Ja, du hängst an einer von den Kisten jetzt hier fest. Ich glaube nicht, dass wir dich da drüber bekommen. So kriege ich den. Ja, lass mich mal in Frontlader rein, geh du mal in Onimog. Idee. Ich habe auch eine Idee. Man fährt einfach rückwärts raus. Wenn man sich dann nicht festfährt. So. Okay. Ich hatte die Seilwinde am Baumstamm dran. Ich wollte dich jetzt ausziehen. Also. Nicht umschmeißen, Gacki. Uiuiuiui. Es hat merkwürdige Moves gemacht. Ja gut. Dann haben wir das voll. What next? Bäume ziehen. Können wir ja zu zweit machen, ne? Bäume ziehen.
Ja gut, Bretter zur Bodenbelagsfabrik hat noch Zeit. Ja, ich würde jetzt erstmal alle Bäume rausziehen, dass wir oben auch wieder mulchen können, dass wir Landscaping da oben machen können an der Eisenschmelze, weil das sieht ja noch super wild aus. Willst du an der Eisenschmelze ausziehen oder hinten? Ist mir egal. Aber du würdest gerne den Fendt wahrscheinlich wieder nehmen, ne? Ich kann auch den Unimog oder den Klaas nehmen. Egal. Ich lasse jetzt einfach den Holzanhänger mal hier stehen. Ja, lass den Unimog mit Holzanhänger da stehen. Nein, den Unimog muss ich mitnehmen, weil der die Winde vorne dran hat. Ah, okay. Das ist natürlich schlecht. Das gesagt, hätte ich sie bei mir vorne noch dann gekoppelt. Du bist mit dem doch hier runtergefahren, das müsstest du doch eigentlich wissen. Hab ich ehrlich gesagt nicht darauf geachtet. Weil das wäre der nächste, wenn wir da nicht rausgekommen wären. Snowrunner-mäßig mit der eigenen Winde irgendwo an Baum und rausgezogen. Geht ja alles. Habe ich gehört. Hast du gehört? Haben wir auch schon so gemacht. Und unsere Bäume sind immer noch nicht gewachsen. Was ist denn hier los mit diesen Bäumen? Warum wachsen die eigentlich nicht? Sollen wir die mal gießen? Müssen wir da mal drauf pissen? Oder was ist denn da los? Ja, das dauert halt, bis die ihren ersten Schub bekommen. Ja, aber so lange? Warte mal, ich gehe da mal gucken. Hallo, Baum. Wieso? Der ist doch nicht mal einen Millimeter gewachsen. Das kannst du doch keinem erzählen. Das ist Arbeitsverweigerung, was diese Bäume hier machen. Ja, und nicht die Bäume nicht so weit ziehen, maximal bis zur Betonmauer. Mhm. Also bis zum Ende von der Betonmauer, ne? Nicht, dass sie drüber hinausstehen. Ja. Frontlader abmachen, mir geht das Tier schon auf den Sack, wenn nicht das Gerät, was ich will, schon nach unten geht. Der Hügel ist halt der Hügel des Todes halt irgendwie. Was meinst du? Durch den noch nicht existierenden Wald zu fahren. Das ist wohl wahr. Also ich sollte bremsen, nicht Gas geben. Das, ja. Was machen wir eigentlich wieder mit Krüppelbäumen? Ich würde sagen, die schmeißen wir auf den Haufen und fürs nächste Mal besorge ich einen stationären Holzhäcksler, eine Produktion. Oh ja, ja, das ist die cool. Die stellen wir uns hin, da brauchen wir die Bäume einfach nur ranziehen und... ja, ich würde es ja auch mit dem Frontlader oder sowas rein.
Kranken oder so, das wäre alles überhaupt kein Problem. Aber so ein stationärer wäre schon cool. Ja, da gibt es ein, zwei, die gucke ich mir mal an. Und hallo Kesu. Kesuli? Nochmal hallo. Musst du nicht schon ins Bett? Der Witz ist ja, ich habe mir mal so ein paar Heizkraftwerke angeguckt. Entweder sie bringen gar nichts oder sie bringen irrsinnig viel. Okay. Es passt irgendwie. Der eine, der macht dann irgendwie 750 Liter in der Stunde und bringt irgendwie an Einnahmen 180 Euro oder so irgendwie. Auf normal wohlgemerkt, nicht auf schwer. Okay. Ja, aber das ist ja voll der Verlust. Das ist voll der Verlust. Dann gibt es einen, der macht irgendwie irrsinnig viel und da kommen 900 Euro bei raus, bei 1000 Litern Hackschnitzel. Was mir dann auch wieder nicht passt. Also es ist irgendwie, egal wie, waren die nicht so gut eingependelt. Ja, aber gut, Gacki, wir können die doch, anpassen. Können wir auch machen, aber da müssen wir halt gucken. Das Problem ist, der eine, der eben wirklich gut gemacht hat, der tut dann auch irgendwie noch Asche produzieren und so, dass man dann wieder separat verkaufen muss, was auch wieder doof ist. Und ja, ich habe einen gesehen, ich schicke dir den Link, den habe ich getestet, der hat mir ganz gut gefallen. Der war nicht so olbern, der hat, glaube ich, ja, vielleicht müssen wir die Zyklen ein bisschen anpassen, aber so, aber das kriegen wir dann hin. Pass den mal an und schick's dir. Boah, mach das. Weil, wie gesagt, nach dem Holzhacker guck ich, weil da hatte ich schon zwei, dreimal gesehen. Und dann können wir ja von den Heizkraftwerken, können wir ja zwei bauen. Eins direkt am Sägewerk und eins hier. Oder wir machen uns hier nochmal so ein Holzlager hin, dass wir die Hackschnitzeltypen abholen und hier quasi einlagern und dann quasi von hier aus die Heizkraftwerke befeuern, weil hier die ganzen Geräte halt sind, ne? Aber ich mal kurz mit dem Anhänger da hinfahren, das ist ja jetzt nicht das Problem. Nee. Ich denke, über kurz oder lang werden wir hier auch noch größere Anhänger bekommen. Jo. Spätestens wenn der erste LKW kommt, dann kommt eh der 68 Kubik Auflieger. Dann geht's ab hier. Was ist denn das jetzt hier? Du presst Grasballen auf der Ostseeküste im Singleplayer. Okay, auch schön. Kann man machen. Oh Gott. Wir machen Holz. Weiß ich, egal was ich spiele, mache ich Holz. Irgendwas mache ich falsch. Holzi, Holz. Die Bäume ziehe ich jetzt da noch mit. Hallo? Ich habe doch schon zwei an der Kette. Ich will die da einen nicht mehr haben. Bleib da liegen. Kommt einfach ein blinder Passagier mit. Weiß sogar. Okay, einen habe ich los. So, du mach dich auch weg. Hopp, bleib da liegen. Ja, endlich. Habe ich ihn jetzt los? Ja, es bleibt liegen. Ach ja. Ich bin schneller, ich bin schneller. Ja, ich habe auch zwei Baumstämme dann. Ich auch. Ja, aber nicht so klein wie deine. Mache ich dann. Morgen mache ich den Mod gleich fertig und schick's dir dann, weil dann kannst du es übers Wochenende, also über die Woche, wo ich nicht da bin, kannst du das dann hier dingsen und dann haben wir den nächste Woche mit drin. Übernächste.
Wollte gerade sagen, Freitag dann nicht. Nee. Also wenn ich um 16 Uhr aus München losfahre, bin ich irgendwann um, keine Ahnung, 19 Uhr da. Und dann nochmal 6-7 Stunden streamen? Nee. Ja Gott, nee. Ich meine, wir haben ja auch genug Vorlauf. Ja. Wir sind ja jetzt irgendwie bei Folge 30. Das heißt, wir haben 26, 27 Folgen im Voraus. Das sind ja 7 Wochen. Ja, wir können wieder hochgehen, wenn du magst, eigentlich. Also ich muss ehrlich sagen, ich würde es lieber so beibehalten. Okay. Und zur Not, wenn du eben wieder regelmäßiger da bist, dann machen wir jeden zweiten Freitag halt was anderes. Ich meine, es kommt jetzt Sons of the Forest, ist nächsten Donnerstag. Das wird dann eine Option werden. 7 Days wird ja auch weitergehen. Dann kann man ja, da 7 Days können wir eigentlich, also wenn Sons of Forest da ist, würde ich 7 Days eigentlich erstmal skippen. Aber wie gesagt, wenn dann eben jeden zweiten Freitag, dann kann man ja da eben gucken, dass man da eben dann eben sowas macht oder irgendwie, ja, irgendwas wird man dann schon finden. Weil ich glaube auch. Ich muss sagen, so mit den 4 Folgen finde ich das eigentlich ganz angenehm. Und dann kann ich auch 2 Projekte rausbringen, weil dann habe ich noch ein bisschen Zeit und auch nicht so viel Pressure, weil dann mal gucken, vielleicht, was ist jetzt? Ach ja, okay. Wir sind eh schon über der Ja, ich sehe auch gerade, okay. Okay, das nenne ich mal einen Luck. Okay. Wer waren eigentlich dann? Ich. Ja, liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Däumchen da. Ihr dürft auch gerne hier vorbeischauen auf Twitcherino. Haben wir ja gerade schon heiß und innig diskutiert. Freitagabend sind wir hier unterwegs. Und ansonsten gibt es jede Menge Stuff auf YouTube heißt das. Ich fahre gerade im Stehen. Oh, okay, jetzt fahre ich nicht mehr. Das ist ein Zeichen, liebe Leute. Das ist ein Zeichen. Ja, lasst ein Däumchen da. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja, guck, der Andi hat den Server verlassen. Das heißt, wir sind auch in der letzten Folge YouTube. Das passt alles gut. Also, wie gesagt, Däumchen, Kommentare und so weiter immer gern gesehen. Und nächste Folge wieder reinschauen. Bis dann. Tschüss.